Weil der mehr machen nur dass der Teil eine immule Sache für. Ich hoffe, dass das heute eine Schule möchte. Ich habe für den Rundwurst Bürgermeister, weil zu dem schon ein ähnliches Projekt mit begleiten kann. Eine Technikschule, wo es gegangen ist, junge Leute mit Technik und mit Naturwissenschaften, die wir haben, um Kontakt zu bringen. Ich bin froh, dass wir hier mit der Elisabeth einen Träger haben von ganz vielen Institutionen, von ganz vielen Maison Relais, nach Jugendhäusern, die das dort können mit an hier Institutionen mit heranholen, damit ganz viele Kinder am Land dann noch so schaffen. Und ich hoffe, dass wir überhaupt die Idee von der Weiterbildung und überhaupt die Idee von der nonformellen Bildung nach mehr verbreitet kriegen am Land, weil es lehrt den auch ganz viel an der Schule und auch ganz viel als der Bücher. Mehr am Leben kann den Einzelnen nach am besten lehren. Und das ist das, was hier vermittelt wird. Vielen Dank, dann hoffen wir, dass das auch geschieht. Ja. Also was ich Sie fragen wollte, was ist hier das Experiment, was die Leute hier durchführen sollen? Wir haben angefangen mit verschiedenen Schritten, wie man zum Forscher oder zur Forscherin wird. Wir haben uns erstmal Gedanken gemacht, wir müssen Anleitungen genau lesen. Wir können nicht einfach in blinden Aktionismus verfallen und anfangen. Wir müssen Schritt für Schritt in einem Versuch vorgehen. Anschließend haben wir uns überlegt, wie ist so ein Versuch überhaupt aufgebaut? Man holt das Material, man liest durch, man macht ein Protokoll. Das war das Nächste. Jetzt sind die im Moment dabei, ihre ersten Forscherfrage nachzugehen, nämlich wie saugfähig so ein Kosmetiktuch ist. Sie haben nur drei Hilfsmittel bekommen. Das Kosmetiktuch, einen abmessenden Messbecher, wo Sie Wassermenge abmessen können und ein Becherglas. Ansonsten ist der Versuch frei. Sie müssen jetzt am Ende des Versuchs sagen, Tuch A, B, C oder D ist das saugfähigste. Alles naturwissenschaftliche Methoden, die die Schülerinnen und Schüler, mit denen Sie später arbeiten, dann auch kennen müssen. Das heißt, das dient aber schon Zwecken, die Sie in späterer Zukunft benutzen können. Ja, das sind diese ganzen Versuche sind eigentlich so aufgebaut, dass Sie sie eins zu eins in Ihren Einrichtungen mit den Kindern, mit den Jugendlichen später machen können. Die dir während der Formation sammelt, wie gibt ihr die an eurem Jugendhaus bzw. an eurem Maison Relais gerne umsetzen? Ja, bei uns in Mondorf ist es so, dass wir einen extra Forscherraum bekommen, wo wir Regale haben, wo verschiedene Forscherkisten für die Jugendlichen bereitstehen und wir halt die Möglichkeit haben, mit den Jugendlichen zusammen in diesen Raum zu gehen und halt wirklich dann richtig zu experimentieren. Wir haben das doch also so eine Art Mobilwerkstatt zu machen, wo wir probieren, die Gruppen in die Werkstatt heranzubringen. Da jemand? Ja. Warte. Was erhoffst du dir also vom Gesamtprojekt an dem Jugendhaus? Also was mir momentan relativ gut gefällt, ist, dass man viel Sachen gesehen hat, dass es aber offen ist, was wir daraus machen. Natürlich nur eine Chance, das ganz einfach zu erweitern und eine Zielpopulation auszuschaffen, was wir werden. Das ist im Prinzip, dass die Jugendlichen sich dafür interessieren, etwas selber herauszufinden und selber ein bisschen als Forscher an die Leben ranzugehen. Wir sind Moin aus der Maison Relais Elven. Wir machen noch ein Experiment mit den Kindern mit Zucker. Wir haben drei verschiedene Sorten von Zucker, immer weißen Zucker, dann Brunnenzucker und Candyzucker. Und sie sollen einfach versichern, wie sich den Zucker am besten zersetzt. Anhand von Wasser, Warmwasser, Lebensmittelfarbe. Also wir lassen sie frei experimentieren.
Ja, guten Mittag, wir sind hier beim Christina, beim Judith und wir sind auch zu Elven. Und wir waren hier mit dem Indiana Jones Projekt Filme gekommen. Und ich wollte Sie noch mal fragen, was haltet ihr von dem Projekt? Ist das gut für die Kinder oder ist das nicht gut für die Kinder? Wie steht ihr dazu? Also, ich fand es ganz interessant für die Kinder. Sie entdecken Sachen, die sie im Alltag nicht gesehen haben, an der Schule auch nicht. Heute kann ich mit ihnen in den Saal kommen, zu den extra Forschersaal. Und dann, wir forschen noch einmal an der Woche, Minimum. Und ja, da können wir ran, wie die Experimente für die Kinder erklärt haben. Und ich finde, das ist eine gute Sache für die Kinder. Sie entdecken Sachen, sie forschen, sie machen es selber. Das ist nicht, wie dann ein Buch steht, du musst es so machen. Also, das von hinten aus. Ja, ich kann das nur bestätigen und auch, das hat nicht wie an der Schule, dass es richtig oder falsch geht, sondern sie können frei forschen, entdecken und alles ausprobieren, wozu sie Lust haben. Wir machen den magnetischen Zauberstab. Das ist auch ganz einfach, wir setzen den Magnet oben auf ein Stück Holz. Mit dieser Film fixiert und dann Dekoration rundherum. Und dann müssen wir kann gucken, was alles magnetisch ist, was den alles mit dem Zauberstab kann und sehen, was nicht. Experiment 2 aus W mit Magnet. Kamolen. Dazu brauche ich noch die Flüssigkeit Ferrofluid, die enthält kleine ferromagnete Stählöcher, die sind bis zu 10 Nanometer klein. Praktisch gesagt, die Ball nicht. Und ja, weil die Stählöcher dann an der Flüssigkeit sind, kann ich ihn damit malen. Mit vom letzten Jahr haben wir angefangen mit den Informationen zum Indiana Jones. Und seitdem probieren wir auch so gut wie möglich an unserem Forscherraum mit den Kindern die Experimente durchzuführen und eben auch noch die Interessen von den verschiedenen Kindern. Okay. Wir sind raus! Voilà. Du musst noch nicht direkt unten tun. Wir fangen noch nicht direkt unten. Voilà. Was tun wir? Wir unten. Was tun wir? Mit Kamanten. 2000. Ja, also ja. Voll. Sie, wenn Sie kommen. Da rein noch. Wir haben 2 Dosen. Fass du da an. Eine Dose, wo wir hier Grippe haben. Okay. Das ist nicht viel zu trinken, das ist ein Medikament. Hier. Okay. Und die andere Dose, wo wir? Vitamin. Die halt. Super. Voilà. Kann ihn trinken, mehr bei Motley, wie sind die schon? Nicht trinken, Heute sich mal, wer Möglichkeiten gibt, wer Möglichkeiten können rauskommen. Und das ist einfach das Ganze, was das Projekt dynamisch möchte, was attraktiv möchte, für die Klänge sowie für die Größe.